Ja, guten Morgen. Ich habe mich nicht nur gestern, sondern heute auch sehr gefreut über das Ergebnis, insbesondere weil ich weiß, dass das auch ein ganz wichtiges Signal für die Stadt Cottbus, aber auch für unser Umland bis hin zum Bund ist, dass ein SPD-Kandidat auch als erster über die Ziellinie gehen kann. Das will ich sagen, auch in diesen schwierigen Zeiten. Das Zweite ist, auch darüber habe ich mich gefreut, dass gestern bereits Thomas Bergner und Felix Sicker ihre Unterstützung im Wahlkampf in den nächsten 4 Wochen zugesagt haben und auch weitere Parteien und Fraktionen der Stadtverordneten. Das heißt, wir werden uns auch diese Woche ziemlich schnell zusammensetzen und auch gemeinsame Schritte besprechen, wie wir in den 4 Wochen die Cottbusinnen und Cottbusser motivieren, nochmal ein zweites Mal wählen zu gehen. Das ist eine große Herausforderung. Deshalb ganz wichtig, all diejenigen, die Briefwahl beantragt haben, werden auch nochmal diese Unterlagen zugesendet bekommen. Und all diejenigen, die eben nicht Briefwahl beantragt haben, das ist mir nochmal wichtig, nicht zu vergessen, sie kriegen keine Unterlagen mehr. Sie müssen am 9. Oktober selber dran denken, wählen zu gehen. Es reicht die Wahlbenachrichtigung vom ersten Urnengang und der Personalausweis. Und die nächsten 4 Wochen werden wir natürlich nicht nur erinnern an sozusagen ans Wählen gehen, sondern wir werden weitermachen in den Ortsteilen, in den Stadtteilen, mit den Menschen nochmal sprechen, nochmal klar machen, dass der Frust verständlich ist, aber dass Protest nicht die Antwort ist für diese Stadt und für uns. Das muss den Menschen deutlich werden. Es gibt einzelne Wahlbezirke, die mich sehr betroffen gemacht haben. Und da gilt es wirklich noch viel zu tun und das werden wir tun. Und ich fordere und wünsche mir auch, dass die Menschen, die mich bisher unterstützt haben, das auch weiterhin tun. Da nochmal ein Riesendank an diejenigen, die mich aus der Partei, aber auch aus meinem Umfeld, aus meinem Freundeskreis bisher unterstützt haben. Die brauche ich nach wie vor. Und ich bin auch froh, das werden wir uns auch nochmal angucken, dass auch junge Leute wieder wählen gehen und dass sie auch begreifen, wie wichtig das ist, auch das nochmal ein zweites Mal zu tun, denn die Mehrheit in Cottbus, das sind Demokratinnen und Demokraten und das sind Menschen, die gerne die Zukunft in dieser Stadt gestalten wollen und nicht nach hinten gucken und sich abschotten wollen. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, wenn man das Wahlergebnis so auswerten kann, auch mit den Stimmen der anderen Demokraten. Und das macht mich sehr optimistisch. Nichtsdestotrotz, das weiß ich als Sportler, jetzt kommt der Endlauf. Und jetzt geht es wirklich darum, nochmal, wie sagt man, gut zu performen und vor allen Dingen die Cottbusinnen und Cottbusser zu erreichen und mitzuziehen.